Gräfin Kosel. Fünfter Teil. Gefangenschaft und Ende. Von dem Moment an, als der preußische Leutnant Duchamois die Gräfin Kosel dem sächsischen Begleitkommando übergeben hatte, wurde ihr endgültig klar, dass sie eine Gefangene war. In Leipzig, wo sie die erste Nacht verbrachte, umgaben sie fremde Frauen, unbekannte Gesichter. Am frühen Morgen traten ein Beamter und mehrere Männer in ihr Zimmer. Was wollt ihr? Seine Majestät der König haben mich beauftragt, ihr Reisegepäck zu durchsuchen. Er ist gründlich, unser allergnädigster König. Anfangen. Wortlos begannen die Männer, ihre ganze Habe zu durchwühlen. Sucht nur, was ihr nicht finden könnt. Ihre Schmuckkästen, Papiere, Kostbarkeiten und Koffer wurden beschlagnahmt und versiegelt. Übrig blieb kaum mehr als das, was sie am Leibe trug. Gegen Mittag setzte der Wagen die Reise fort. Niemand sagte, wohin. Als es dunkelte, zeichneten sich am abendlichen Horizont Burgmauern und Türme ab. Wenig später fuhr der Wagen durch ein dunkles Tor auf einen Hof, in dem ein paar Leute standen. Anna stieg aus und sah sich um. Der Ort war ihr unbekannt. Das verwahrloste Gebäude schien leer. Man führte sie über enge Stufen in das erste Stockwerk. Wo bin ich hier? Auf Schloss Nossen, euer Gnaden. Schloss? Das ist ein Loch. Ein Kerker. Wir haben das Möglichste getan, aber... Wer seid ihr? Ich bin Sophie von Milau, eure Hofmeisterin zu dienen. Und dies ist Magdalene, eure Zofe. Ich danke euch. Ihr könnt gehen. Zermürbt warf sie sich aufs Bett. Stundenlang lag sie so, schlaflos. Erst gegen Morgen fiel sie in einen unruhigen Schlaf. Zeig deine Hand. Von Angstträumen gequält. Nach langem Glück, Gefangenschaft. Gib das Papier heraus. Trostlose Tage. Ja. Schlaflose Nächte. Er hat unterschrieben. Ungezählte Tränen. Aber Bedeutung misst ihr ihm nicht bei. Du wirst mit Kindern kinderlos sein. Was Eheversprechen. Neben dem Gatten. Witwe, wirst frei sein und unfrei. Du tust mir leid. Nein! Euer Gnaden, geht es euch nicht gut? Ich muss hier raus, an die Luft. Ihr dürft euer Zimmer nicht verlassen. Wer sagt das? Ich, Gräfin. Wer seid ihr? Mein Name ist Herzog. Ich bin der Verwalter des Schlosses und für euch verantwortlich. Verwalter? Für wen? Wer wohnt sonst noch hier? Niemand. Ich, meine Frau und die Wachmannschaft, das ist alles. Meine Frau bringt euch gleich die Suppe. Ich wünsche guten Appetit. Als die beiden gegangen waren, trat Anna ans Fenster. Der Anblick vermochte sie an nichts zu erinnern, was sie jemals gesehen hatte. Vor ihr erstreckte sich die Ebene weit hin bis zu bläulichen Wäldern am Horizont. Ringsum Stille und Ödnis. Nur von unten drangen die Schritte und Stimmen der Wachmannschaft herauf. Sag, Lika, wo bist du? Lieber Gott, lass ihn mich finden und hier herausholen. Zu diesem Zeitpunkt war Saklika, der keine Ahnung hatte, wohin die Gräfin gebracht worden war, auf dem Weg zu Bankier Lehmann. Der Zufall führte ihn am Haus des Hofnarren Fröhlich vorbei. Just als dieser das Haus verließ. Sieh da, der Mann, der Hufeisen zerbricht. Aber was hat man denn euch gebrochen? Ihr seht aus, als hättet ihr geheiratet. Ich kehre von einer weiten Reise zurück. Ihr seid katholisch, nicht wahr? Also kommt ihr aus dem Fegefeuer heim. So ungefähr. Was gibt's Neues bei euch hier? Was es Neues gibt? Ihr verlangt, dass ich erzähle, was auf keine Kuhhaut geht, ihr Witzbold. Fragt lieber, was hier nicht geschieht. Wisst ihr nicht zufällig, wie es um meine ehemalige Herrin steht? Zufällig nicht einmal, wer eure Herrin war. Die Gräfin Kosel. Psst, um Gottes Willen. Wer nimmt schon diesen Namen in den Mund? Vor dem König darf man ihn nicht einmal denken. Ja, ja, es gibt nichts mehr zu lachen. Und ihr wisst, dass ich vom Lachen lebe. So sagt mir wenigstens, was ihr zugestoßen ist. Wisst ihr denn nichts? Wo habt ihr nur gesteckt? Weit fort. Ich denke, dass man auch in der Ferne davon spricht.
Die Frau, bei der unser Gebieter 8 Jahre in Gefangenschaft war, ist jetzt seine Gefangene. Und ihre Gefangenschaft wird länger dauern, als ihre Herrschaft gewährt hat. Ja, heute noch auf stolzen Rossen, morgen sitzt man schon in Nossen. Wollt ihr damit sagen, dass... Nun ja, angeblich sitzt sie im Schloss von Nossen. Nein, nein, ich möchte kein Weib sein. Zugegeben, mein Mann zu sein, ist auch nicht vergnüglich. Und die italienischen Sänger, die neutralen Geschlechts sind, behaupten, dass es auch ihnen nicht gefällt. Hätte ich zu wählen, möchte ich gern ein Esel sein. Seine Haut ist dick und schützt vor Stockschlägen. Außerdem ist er kein Feinschmecker und kann sich von alten Besen ernähren. Nossen, Nossen. Kümmert euch nicht drum. Lebt wohl, solange ihr könnt. Saklika hatte erfahren, was er für seine künftigen Unternehmungen wissen musste. Jetzt galt es von Bankier Lehmann, die nötigen Geldmittel zu erhalten. Der Bankier begrüßte ihn sichtlich verwirrt. Um Gottes Willen. Schnell, schnell. Kommt herein. Kreideweiß im Gesicht verschloss er sämtliche Türen, bevor er seine Sprache wiederfand. Die Kusel ist verloren. Setzt euch. Alles wurde ihr weggenommen, ihr gesamtes Vermögen, ihre Wertsachen. Pilnitz und die anderen Besitztümer ebenfalls. Der König hat persönlich angeordnet, alles aufzulisten, um es, wie er sagt, ihren 3 Kindern zu erhalten und ihr die Mittel zur Rache und Flucht zu entziehen. Auch bei mir hat man alles konfisziert. Alles? Ja. Doch wohl nicht die Summe, wegen der ich im Auftrag der Gräfin gekommen bin. Hier, lest! Er reichte ihm den Brief, den er in Halle von der Kosel erhalten hatte. Der Bankier nahm ihn mit zitternder Hand, setzte sich und las. Seid ihr euch im Klaren, was uns beiden widerfährt, wenn das bekannt wird? Lebenslange Haft auf dem Königstein wäre das Mindeste. Habt ihr nun das Geld oder nicht? Das kann mich und meine Kinder ins Verderben stürzen. Aber... ich will mich nicht dem Vorwurf aussetzen, ich hätte einer Unglücklichen, einer Kusel, meine Hilfe verweigert. Nein. Aber zuvor müsst ihr schwören. Saklika hat noch niemanden verraten und wird es nie tun. Also dann. Er erhob sich seufzend, schloss eine Eisentruhe auf, nahm einen Geldbeutel heraus und gab ihn Saklika. Geht jetzt und vergesst nicht, ihr wart nie bei mir. Kennt mich nicht und ich kenne euch nicht. Saklika verließ das Haus durch den Garten und machte sich sogleich auf den Weg nach Nossen. Dort angekommen, stellte er sein Pferd in der Herberge zum Goldenen Hufeisen unter, wo er sich als Fellhändler ausgab, der sich in der Gegend nach Ware umsehen wolle. Als er am nächsten Morgen bei einem Glas Warmbier in der Gaststube saß, betraten 3 Soldaten der Schlosswache den Raum. Einer von ihnen musterte ihn aufmerksam. Hallo, wir kennen uns doch irgendwoher. Ja, ja, ich habe einige Zeit bei Hofe gedient, ehe ich zum Handel umgesattelt bin. Richtig, das ist der Mann, der Hufeisen zerbricht. Wirklich? Ach, das war einmal. Setzt euch. Herr Wirt, noch 3 Bier. Oh, hey, sag mal nicht mehr. Gern. Ja, früher, da habe ich einen Ochsen in die Knie gezwungen. Heute... Ja, das haben wir für unsere Sünden. Und, was treibt ihr hier so? Auf Weiberige aufpassen. Zum Kotzen. Wenn Sie der Gräfin wenigstens... Welche Gräfin? Der Kosel. Wenn Sie ihr wenigstens ein paar schmucke Dinger mitgegeben hätten, aber die Zofe ist über 40. Und die Hofmeisterin doppelt so alt. Und schielt. Ja, genau. Bleibt also nur das Kartenspiel. Mit wem? Und wovon? Wir haben verflucht wenig Moneten, da lohnt's nicht. Das Bier, meine Herren. Ah. Wohl bekommt. Ja, damit. Morgen allerseits. Oh, der Herr Verwalter beehrt uns wieder einmal. Ist es erlaubt für ein Bier? Hauptsache, eure Frau erlaubt. Jawohl. Nehmt Platz. Ein Bier für den Herrn Verwalter. Danke, das ist sehr freundlich von euch. Bald war ein angeregtes Gespräch im Gange. Ihr seid in Geschäften hier? Der Verwalter fand den Fremden immer sympathischer. Vor allem, als dieser noch eine Runde bestellt hatte. Und als Saklika Interesse am Bau des Schlosses zeigte, gab er bereitwillig Auskunft.
Dann verabschiedeten sich die Soldaten und die beiden waren allein. Also, wie schon gesagt, ihr könnt gerne kommen und das Schloss besichtigen. Bis auf die Räume der Kosel, da gibt's strenge Vorschriften. Versteht sich. Obwohl viele Verehrer am Hofe sind der Kosel treu geblieben. Ich würde mich nicht wundern, Herr Verwalter, wenn euch jemand einen schönen Batzen Geld in die Hand drückte, nur damit ihr ihm ein Gespräch mit der Gräfin ermöglicht. Das wäre eine teuflische Versuchung. Aber ich würde es mit Luther halten und dem Teufel das Tintenfass an den Schädel schmeißen. Und wenn man euch 30 Taler auf den Tisch legte? Kennt ihr nicht die Geschichte von den 30 Silberlingen? Naja, man redet so daher. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass so ein Freund auch 50 opfern würde. 50? 50 harte Taler. Für ein Gespräch. Bestellt eurem Freund, dass er kommen kann. Ihr habt ihn vor euch. Hab ich mir gedacht. Aber wie wollt ihr es ermöglichen? Ihr sagtet, sie wird streng bewacht. Der große Saal grenzt an die Gemächer der Gräfin. Er wird seit Jahren nicht benutzt und ist abgeschlossen. Ebenso wie die kleine Tür, die von dort zu ihrem Wohnraum führt. Falls man... die Schlüssel dazu hat. So ist es. Ich muss in Verwaltungsangelegenheiten für ein paar Tage nach Dresden. Sobald ich zurück bin, gebe ich euch Bescheid. Und seid von dem Moment an um 50 Taler reicher, Herr Verwalter. Von all dem wusste Anna in ihrer Abgeschiedenheit nichts. Sie konnte nur hoffen, dass Saklika ihren Aufenthaltsort erfahren und an ihrer Befreiung arbeiten würde. Tag um Tag saß sie am Fenster und schaute sehnsüchtig hinaus. Die Stunden schlichen dahin. Ab und an holperte ein Pferdewagen über die Wege, Staub wirbelte hoch und wälzte sich in dicken Schwaden über die Felder. Eines Abends saß sie so in Gedanken versunken da, als sie ein Geräusch an der kleinen Seitentür hörte. Saklika! Psst, leise! Endlich! Wir haben nur eine Minute, Herrin. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ich hier bin und alles tue, was möglich ist, aber... Ereilt euch bitte, ich sterbe hier. Aber es braucht Zeit. Den Fluchtweg aus dem Schloss auskundschaften, Pferde besorgen und ich darf keinen Verdacht erregen. Die Spione des Hofes sind überall. Beeilt euch, macht Schluss. Hier ist Geld. Nehmt. Ihr müsst eure Dienerin bestechen. Bitte. Versucht alles. Ich beschwöre euch, habt Geduld, auch wenn es noch so lange dauert. Lebt wohl. So kurz dieser heimliche Besuch Saklikas auch war, er veränderte Anna völlig. Jetzt wird alles gut. Lieber Gott, ich danke dir. Seit sie wusste, dass er da war, dass er Vorbereitungen zu ihrer Flucht traf, gab ihr die Aussicht auf Freiheit neue Kraft und Lebensmut. Sie versuchte sofort, Magdalena die Zofe auf ihre Seite zu ziehen, plauderte freundlich mit ihr, so dass sie nach und nach vertrauter miteinander wurden. Es hat euer Gnaden geschmeckt, wie ich sehe. Ja, ich hatte Hunger wie ein Wolf. Ich bin ja so froh, dass Frau Gräfin jetzt besserer Laune sind. Und ich bin froh, dich um mich zu haben. Du hast ein gutes Herz, Magdalena, wie wenige. Such dir von meinen Halstüchern eins aus. Aber nicht doch, Frau Gräfin. Und warte hier. Nimm das. Um Gottes Willen, so viel Geld. Das ist doch... Wofür denn? Frag nicht, nimm es nur. Danke. Euer Gnaden, danke. Ich werde es meiner Schwester geben. Ach ja? Wie geht es denn Ihrem Kleinen? Noch immer sehr schlecht, aber jetzt mit dem Geld, das wird helfen. Danke. Sag, Magdalene... Was meinst du, wenn sich über kurz oder lang mein Schicksal ändern würde? Ihr meint, dass ihr begnadigt werdet. Hättest du Lust, mit mir zu kommen? Wohin denn? Wer weiß. In ein anderes Land vielleicht? Sachsen verlassen? Es könnte nötig werden. Aber behalte das für dich. Es braucht niemand zu wissen, außer dir. Verstehst du? Der Zufall Magdalene gaben die seltsamen Andeutungen der Gräfin zu denken und machten ihr Angst. Schließlich vertraute sie sich der Hofmeisterin an, bat sie um Rat.
Dieser schien die Angelegenheit zu gefährlich, und sie verständigte vorsichtshalber den Hof in Dresden. Majestät! Löwendahl, was gibt's? Fasst euch kurz, ich erwarte Pöppelmann. Wir wollen über seine Pläne für das neue Opernhaus sprechen. Majestät! Für die Inneneinrichtung schlägt er die Brüder Mauro aus Venedig vor. Naja, wir werden sehen. Also? Majestät, ich komme... Es gibt Anzeichen, dass die Kohle... Ich hatte befohlen, diesen Namen nicht mehr zu erwähnen. Ich weiß, Hoheit, aber wir haben zuverlässige Nachrichten. Wo sich das bewusste Papier befindet? Nein, dass die Gräfin sich möglicherweise mit Fluchtgedanken trägt. Was sagst du da? Von wem habt ihr das? Von ihrer Zofe. Sie hat Verdacht geschöpft, weil die Gräfin diesbezügliche Andeutungen machte. Ihr Geschenke gab auch einen größeren Geldbetrag. Geld? Woher? Ich denke, ihre Sachen wurden mehrmals durchsucht. Sie muss es an ihrem Körper versteckt haben. Sie wird nie aufgeben. Nie! Es immer wieder versuchen. Und mich immer wieder. Also muss man sie an einen Ort bringen, wo Flucht völlig unmöglich ist. Und sie wird klein beigeben. Stolpen. Ja. Diese Mauern werden ihren Starrsinn brechen. Noch am selben Tag setzte sich ein Hauptmann mit einem Trupp Soldaten nach Nossen in Marsch, wo sich der Offizier sofort in die Gemächer der Kosel begab. Was wollt ihr? Frau Gräfin, ich erfülle eine traurige und mir sehr unangenehme Pflicht. Ich höre. Sprecht! Auf Befehl seiner Majestät des Königs sollt ihr euch unverzüglich nach Stolpen begeben, das zu eurem weiteren Aufenthalt vorgesehen ist. Nein! Sie schlug die Hände vors Gesicht, warf sich wie von Sinnen gegen die Wand, als wollte sie sich den Schädel einrennen. Mit Gewalt muss sie in den Wagen gesetzt werden. Sie tobt, sie weint, dann schweigt sie. Am 25. Dezember 1716 erreicht der Wagen die Festung Stolpen. Sie wird in den Johannisturm gebracht, wo man ihr in den zwei oberen Geschossen zwei Kammern einrichtet, die eine als Küche und Personalunterkunft, die andere als ihr Schlaf- und Wohngemach. Das unterste Geschoss ist unbewohnbar. Drei Tage lang ist sie so verzweifelt, dass sie stundenlang weint oder apathisch auf ihrem Bett liegt. Dann verlangt sie Papier, Majestät, um dem König zu schreiben. Allergnädigster König! Ich werde hier gefangen gehalten unter Umständen, von denen ich nicht glauben kann, dass Euer Majestät auch nur annähernd eine Vorstellung davon haben. Warum das alles? Als sie keine Antwort erhält, schreibt sie ein zweites, ein drittes Mal. Was ist mein Verbrechen, dass ich wie eine kriminelle Person behandelt werde? Man hat mir alles genommen. Mein Geld, meine Papiere, meine Besitztümer, meinen Schmuck. Immer verzweifelter schreibt sie in der Hoffnung, den König zu erweichen. Ich kann nicht glauben, dass dies in eurem Namen geschah. Was sie nicht weiß, ist... dass all ihre Briefe von Löwendahl abgefangen und vernichtet werden. Eine solche Ungerechtigkeit. Auf Befehl des Königs. Ich bitte ergebenst, dass jemand zu mir nach Stolpen zu einem Gespräch kommt. Vergebens. Niemand kam. Die Wochen vergingen, die Monate, das Jahr. Wieder wurde es Frühling. Der Festungskommandant Friedrich von Wehlen erlaubte ihr, zwischen Burgwall und Turmmauer ein kleines Gärtchen anzulegen. So oft es das Wetter erlaubte, saß sie hier, erfreute sich der wenigen Blumen und genoss die Wärme der Sonnenstrahlen. Es sind insgesamt rund 40 Mann besetzt. Eines Nachmittags erblickte sie zwei Offiziere, die sich angeregt unterhielten. Den einen kannte sie. Es war Hauptmann Heinrich von Wehlen, der Neffe des Kommandanten, der öfter das Gespräch mit ihr suchte. Der andere drehte ihr den Rücken zu, sodass sie sein Gesicht nicht sehen konnte. Da wandte er sich um und sie glaubte, ihren Augen nicht zu trauen. Ist doch nicht möglich. Aber er ist es. Die beiden schritten auf sie zu. Ihr seht die Reichsgräfin Kosel jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, Hauptmann. Sie ist wunderschön. Ich habe viel von ihr gehört. Kaum zu glauben, wie stolz sie ihr Schicksal trägt. Vorsicht. Man könnte glauben, dass ihr in sie verliebt seid. Es gibt keine zweite Frau wie sie auf Erden. Wenn schon. Was nützt ihr das? Sie ist gefangen in aller Ewigkeit. Es ist schon ewig in dieser Welt. Kommt.
Ich mache euch mit ihr bekannt. Anna klopfte das Herz bis zum Hals. Sie war einer Ohnmacht nahe, aber sie hatte gelernt, sich zu beherrschen. Gräfin, darf ich Ihnen einen neuen Kameraden vorstellen? Hauptmann Saklika. Gräfin? Hauptmann. Ich muss mich leider entschuldigen, Gräfin. Mein Onkel erwartet mich zur allabendlichen Damenpartie. Aber der Hauptmann wird mich würdig vertreten. Nicht wahr, Hauptmann? Wie? Ja, ich werde es zumindest versuchen. Gräfin? Ein schöner Tag heute, Frau Gräfin. Ja, die Sonne tut gut nach der verregneten Woche. Ihr hier, wie habt ihr das geschafft? Nun ja, nach dem Scheitern unserer Fluchtpläne musste ich wieder von vorne beginnen. Wer hat uns verraten? Magdalene? Möglich, ich weiß nicht. Herzog kann es nicht gewesen sein, der steckte selbst zu tief mit drin. Ich bin dann zurück nach Dresden. Am Hofe kannte man mich ja noch und in den königlichen Militärdienst eingetreten. Ich sagte, ich hätte mich im Streit von euch getrennt, weil ihr den König beleidigt habt. Das hat man sicher gern gehört. Ja, und eingedenk dessen hat man wohl auch meine Bewerbung stattgegeben, als die Hauptmannsstelle hier frei wurde. Ein Feind der Kosel ist ihr bester Bewacher. So dachte man wohl. Und was habt ihr nun vor? Euch zu befreien, was sonst? Aber ich muss vorsichtig sein. Wenn ich umkomme, ist niemand mehr da, der euch hilft. Ihr habt recht. Und deshalb haltet euch zurück. Ich versuche die Flucht mit dem jungen Wählen. Was? Psst. Er kennt die Festung besser als ihr und ist entschlossen. Er ist in euch verliebt! Ein unbesonnener, verrückter Junge! Nur Verrückten gelingen verrückte Vorhaben. Ich vertraue ihm. Und wenn es misslingt? Was wäre schon dabei? Können Sie mich schlimmer behandeln als jetzt? Aber ihn wird man... Um den jungen Menschen täte es mir leid, da habt ihr recht. Aber... Ach, es wird schon gut gehen. Das Unternehmen misslang, wie Saklika befürchtet hatte. Der junge Wehlen wurde festgesetzt, vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen. Die Wache wurde abgelöst, auch Saklika musste Stolpen verlassen. Anna Kosel durfte von nun an keinen Schritt mehr aus dem Turm tun. So verging Jahr um Jahr und Anna geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Am Dresdner Hof hatte sich vieles verändert. Ihre Widersacher traten von der politischen Bühne ab oder starben, einer nach dem anderen. Der König lechzte neuerdings stärker noch als früher nach Kriegsruhm. Geschützübungen standen auf der Tagesordnung. Feuer! Auf Königstein prüfte man die Durchschlagskraft der neuesten Mörser, die für Festungsbelagerungen vorgesehen waren. Na? Was sagt ihr, Wackerwart? Die Mörser haben die Felsen zu Staub zertrümmert. Gewiss, Majestät. Dennoch möchte ich behaupten, dass es einen Ort gibt, wo sie nichts ausgerichtet hätten. Wo? In Stolpen. Die Basaltfelsen, auf denen die Festung steht, sind hart wie Eisen. Stolpen? Ach ja, Stolpen. Dort lebte die Kosel. In letzter Zeit, seltsam, musste er oft an sie denken. Sie war die schönste, die geistvollste seiner Geliebten. Keiner hatte ihn so gefesselt und geliebt. Er wollte sie sehen. Schick 3 Geschütze nach Stolpen. Lass Stellungen gegenüber den Felsen ausheben. Morgen früh werde ich selbst an der Probe teilnehmen. Als Anna am nächsten Morgen ans Fenster trat, herrschte in der Festung hektisches Treiben. Bediente fegten eilig den Hof, die Wachmannschaft trat an, Kommandos ertönten, in der Ferne läuteten Glocken. Das Frühstück, Frau Gräfin. Was bedeutet das da unten? Der König kommt. Der König? Hierher? Die Glocken, er ist schon in der Stadt. Er kommt zu mir. Er liebt mich noch immer. Man hat Geschütze vor der Festung in Stellung gebracht. Es heißt, es soll eine militärische Übung stattfinden. Ach was, die Übung ist nur Vorwand. Ihr könnt ja den Mauern beschießen, hinter denen ich gefangen sitze. Schnell, ruft die Zofe. Ich muss mich ankleiden. Jetzt wird alles gut. Meine Leidenszeit geht zu Ende. Er holt mich zu sich. Anna! Mein König, wie schön, euch zu sehen.
Ihr habt euch kaum verändert. Eure Komplimente auch nicht. Man kann ihnen schwerlich glauben. So etwas habt ihr mir schon einmal gesagt, wisst ihr noch? Ja, als wir uns das erste Mal trafen. Ihr habt es nicht vergessen. Ich habe nichts vergessen. Wenn man liebt... Man beschießt die Festung! Hört nur! Das Schießen hörte auf. Anna stand am Fenster. Sie lauschte. Da! Sie lehnte sich hinaus. Der König ritt durch das Tor auf den Hof. Kam näher, verhielt unter ihrem Fenster. Sie wollte sprechen, brachte kein Wort heraus. Wie dünn du geworden bist, Geliebter. Deine Augen, sie blicken so müde. Der König sah zu Anna hoch. Da stand sie. Schön, strahlend, hoheitsvoll wie früher. Und ungebrochen. Die Frau, die seine Würde und Macht verspottet, die sich ihm widersetzt, ihn um ihrer Ehre willen lächerlich gemacht hatte. Die Welt würde von den Umständen deiner Gefangenschaft erfahren, der langen Festungshaft, dem Ehevertrag. Das wäre nicht gut für den Ruhm des Hauses Wettin. Er führte die Hand zum Hut, hob ihn grüßend ein wenig an, wendete sein Pferd und ritt aus dem Hof und der Festung. Anna, Gräfin von Kosel, lebte weitere 38 Jahre auf der Festung Stolpen. Der Ehevertrag war gefunden und von August vernichtet worden. Kriege brachen aus, gingen zu Ende. Preußische, österreichische Soldaten besetzten die Festung und räumten sie wieder. Alle, die sie geliebt, gehasst, ausgenützt oder verraten hatten, waren gestorben. Man bot ihr die Freiheit an. Sie lehnte ab, weil sie niemanden in der Welt mehr kenne. Am 31. März 1765, in ihrem 85. Lebensjahr, starb sie. Bei ihrem Tod waren nur ihre Magd und ihr Stubenheizer zugegen.